Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir waren gerade einkaufen und ich möchte jetzt ein Food Haul für euch drehen, denn ich habe auch heute damit begonnen, wieder abzufilmen, was ich esse für ein Food Diary. Und der Haul ist quasi die Grundlage dessen, was ich die Woche über jetzt so kochen werde. Deswegen fand ich das ganz gut, beides zusammen abzufilmen und für euch online zu stellen. Und ja, wir fangen jetzt sofort an. Ich zeige euch jetzt allererst mal das Tiefgefrorene, damit ich das dann wegpacken kann. Und zwar habe ich hier zweimal einfach Buttergemüse. Dann hier von Iglo diese Gemüsestäbchen. Die sind eigentlich ganz lecker. Ich finde Fischstäbchen nicht so doll, aber die hier finde ich echt lecker. Und dann habe ich hier nochmal so Seelachsfilet, welches schon so paniert ist. So, machen wir hier mal weiter. Hier habe ich so Obst und Gemüse aufgestapelt. Zum einen die hier. Ich kenne die unter Kakis, diese Früchte. Die haben ja bestimmt auch noch einen anderen Namen. Ich mag die sehr, sehr gerne und Vince die auch sehr, sehr gut. Dann habe ich hier große Tomaten und hier solche kleinen Tomaten. Die brauche ich für Salat und zum Kochen. Und die hier, die habe ich meistens für Vince da. Dann habe ich hier zwei Zucchini und eine Gurke. Hier habe ich eine Zitrone, die brauche ich auch für einen Salat. Dann habe ich hier ein paar Möhren. Das hier hinten, das ist so eine Pomelo. Hier haben wir Bananen, die sind noch recht grün, aber das waren die gelbsten, die ich finden konnte. Das hier sind Pampelmusen. Die ist eigentlich ausschließlich der Manu bei uns. Dann habe ich hier noch solche Champignons. Und hier einmal Mais aus der Dose. Und hier noch Erbsen mit Möhrchen. Und hier habe ich noch ein paar Säfte. Der Apfelsaft ist für Vince. Der Bananennektar ist von Manu. Und der Ananassaft, der ist von mir. So, dann habe ich hier habe ich alles mögliche an Wurst. Also die Bierwurst hat sich der Manu ausgesucht, ist jetzt nicht so meins. Ich habe mir hier Puttenbrustfilet, dann den Kochschinken, den brauche ich auch für einen Salat. Und hier einmal so eine Fleischwurst, die ist für Nudelauflauf, den gibt es morgen. Dann habe ich hier alles, was so Käse ist, also Mozzarella, für Tomate-Mozzarella-Salat. Dann habe ich hier so einen geriebenen Käse, der ist auch für den Nudelauflauf morgen. Dann habe ich hier zweimal Thunfischfilet, einmal im eigenen Saft, den kaufe ich eigentlich immer. Und hier habe ich aber diesmal auch einen in Öl mitgenommen, das brauche ich so für den Salat heute Abend. Dann habe ich hier nochmal geriebenen Parmesan, ist auch für den Salat. Hier körniger Frischkäse, eine super Alternative zu normalem Frischkäse. Man schmeckt kaum einen Unterschied, aber die Werte sind bei dem so viel besser. Dann hier diese Ferdifuchs-Mini-Würstchen, die sind für Vince, also die kriegt er selten, immer mal wieder. Der Saint-Albret, der ist auch von Manu, ich stehe auf diese Art von Käse gar nicht. Dann hat sich auch Manu mitgenommen, dieses Dicado, ja, die sind ganz lecker, ich werde es aber nicht essen, weil es gerade nicht so in meinen Plan passt. Dann hier Speisequark, Magerstufe, einmal für mich, für als Joghurtersatz quasi. Und Manu isst das immer mit Orangensaft trinkt er das, glaube ich, immer. Ach, fragt mich nicht. Ist auch so ein, auch irgend so ein Muskelaufbau-Zeugs. Dann habe ich hier Nudeln. Vollkorn natürlich. Dann habe ich einmal Tortellini. Da mache ich auch so eine Tortellini-Pfanne damit am Wochenende. Und einmal Spaghetti. Die sind für Manu. Ich mache mir als Ersatz die Zucchini, die ich gerade schon gezeigt habe. Seht ihr dann aber alles in meinem Food Diary. So, was haben wir hier noch? Ja, dann brauchte ich eine Käsesoße. Ich habe Käsesoße auch schon ein paar Mal selber gemacht. Aber es ist zum einen teuer und auch, naja, nee, aufwendig ist es nicht, aber es ist wesentlich teurer, als so eine Packung mal mitzunehmen. Und so oft gibt es das bei uns nicht. Die Käsesoße wird es zu den Spaghetti bzw. Zucchini-Spaghetti geben. Und dann waren diese ganzen Knorr-Tütchen waren im Angebot. Und da haben wir so ein paar Suppen mitgenommen. Da haben wir immer irgendwie was vorrätig. Einmal Sternchen, Buchstaben und Pfifferling. Dann habe ich hier Filinchen. Wurde mir empfohlen, dass ich das mal bei Vince ausprobieren soll, weil der ja nicht so der Brotesser ist. Und außerdem sind die Low Carb und deswegen werde ich das auch mal für mich ausprobieren. Dann Vollkorntoast. Einfach, das haben wir immer da. Wir haben immer Toast vorrätig da und ich brauchte einen neuen. Dann habe ich hier von Saltlets oder so ähnlich Junior Farm. Habe ich zum ersten Mal mitgenommen. Vince isst so gerne Salzstangen und ich suche immer so eine Alternative mit weniger Salz. Und da probieren wir diesmal hier diese Tierchen aus. Das hier sind dann ja unsere Salzstangen. Dann habe ich hier noch einmal Mandel-Nuss-Konfekt. Also ist eher
Es muss auch manchmal was Süßes sein. Und hier so Doppelkeks, die hat Manu sich mitgenommen. Und dann haben wir hier noch Schoko-Buttergebäck. So, und der letzte Teil. So, da haben wir hier Monsterbacke für Wims. Sozusagen die etwas günstigere Alternative zum Fruchtzwerg. Dann habe ich mir hier für den Cheat Day mitgenommen Mousse au Chocolat. Habe ich übrigens noch nie selber gemacht. So, und das hier sind Manus, das ist alles eine dieselbe Sorte. Das ist so ein Joghurt mit diesen Knusperflocken. Dann habe ich hier noch Sahne. Brauche ich auch zum Kochen. Dann hier Sonnenblumenöl. Das ist hier so eine Gewürzmühle. Weil, also eigentlich brauchten wir nur eine Salzmühle, aber das ist jetzt halt eine mit zwei Kammern. Muss ich mal gucken, was ich hier noch so als zweites damit reinmache. Und einmal Apfelmus. Hat auch Manu sich mitgenommen, müssen wir eigentlich auch immer da haben. Wenn wir nicht gerade den selbstgemachten von meiner Oma halt da haben. Das ist eigentlich selten, dass wir Apfelmus mal so kaufen. Ich hoffe, euch hat mein kleiner großer Food-Haul gefallen. Wie gesagt, in ein paar Tagen wird jetzt das Food Diary folgen. Ich wünsche euch viel Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!